Herr Präsident, meine Damen und Herren, da war ich etwas überschnell. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, wir Grüne haben intensiv ja schon im Kulturausschuss, Kultur- und Medienausschuss, den Etatansatz debattiert. Es gibt in diesem Ansatz vieles, was wir unterstützen können. Es ist ja vor allen Dingen vorgesehen, dass die guten und relevanten Projekte aus der rot-grünen Regierungszeit weitergeführt und noch aufgestockt werden. Sie haben viele neue Mittelansätze jetzt vorgesehen. Es werden auch neue Projekte gefördert. Ich denke, man wird gucken müssen im Laufe des nächsten Jahres, wie sich Projekte entwickeln, wie sie entsprechend evaluiert werden können, ob sich der entsprechende Ansatz so lohnt, ob man Veränderungen vornimmt etc. Aber erstmal grundsätzlich Glückwunsch zu Ihrem vorliegenden Haushalt. Wir haben immer gesagt, als Grüne, wir sind eine konstruktive Opposition. Wir können Dinge unterstützen, die aus unserer Sicht in die richtige Richtung gehen. Das ist beim Haushalt, Gesamthaushalt ist das nicht der Fall, beim Kulturetat, aber im Besonderen ist es der Fall. Deswegen können wir auch dem Einzeletat an dieser Stelle zustimmen. Sie fördern Kultur in der Breite, sie fördern spezielle Projekte, sie fördern vor allen Dingen auch die freie Szene. Das gefällt uns Grünen insbesondere sehr. Sie haben vorgesehen in den nächsten 5 Jahren, dass es zu einer fast Verdoppelung des Ansatzes kommen soll im Laufe der nächsten Jahre. Das findet von unserer Seite Unterstützung. Von daher an dieser Stelle unsere Zustimmung jedenfalls zu dem Einzeletat Kultur. Und wir werden das intensiv, sorgfältig begleiten, werden das auch kritisch begleiten, selbstverständlich. Aber wo fruchtbare, sinnvolle, gute Kulturpolitik in diesem Land gemacht wird, die wirklich ein wichtiger Indikator für eine gute Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung auch in diesem Land ist, können wir das unterstützen. Deswegen von unserer grünen Seite in diesem Fall mal keine ausführliche Kritik, sondern eine Zustimmung. Danke für die Aufmerksamkeit.